herzlichen Raven, sondern auch herzlich willkommen. Und guckt mal, wer da im Hintergrund steht. Der Jude Christoph, der uns die letzten Tage versetzt hat. Jetzt haben wir ihn. Aha. Platz da. Platz. Endlich. Hallo. Ja. Da ist ja jemand. mich zu lange in diesem Wald verlaufen. Das könnte man sagen. Oh. Donald Duck und ich haben das Tal nach etwas durchsucht, das uns im Kampf gegen die Nachtdorn und gegen das Vergessenheit bitte. Oh, wir schalten Donald frei. Endlich. Aber ich habe ihn irgendwie verloren. Ich habe meinen Donald verloren. Haben die Amerikaner sich damals auch gedacht, aber für die war es was Gutes. Oh nein, jetzt hat er ein politisches Statement gegeben. Wie kann man Donald Duck verlieren? Wobei ich muss sagen, ganz ehrlich, so ihr kennt doch sicherlich noch alle lustiges Taschenbuch, oder? Ich lese das ja immer noch gerne. Ich habe das auch früher gern gelesen und ich muss sagen, ich mag Mickey einfach nicht. Ich mag so lustige Taschenbücher, wo Donald mit drin ist. Oder auch Fantomas. Die sind super. Aber Mickey, ich weiß nicht. Kann ich mich nicht für begeistern. Wir waren im Wald der Tapferkeit, als die Nachtdorn uns den Weg versperrten. Aha. Ursula hat mich davor gewarnt. Ja, Ursula ist jetzt auf unserer Seite. Ich habe noch nie von ihm gehört, aber wer auch immer es war, schien nicht freundlich zu sein. Dunkles Wesen, das Sachen klaut. Das dunkle Portal da drüben. Sie haben das Dark Portal geöffnet. Typisch. Wenn ich jetzt Schwierigkeiten gemacht habe, aus denen er nicht mehr rauskommt. Ich wollte ihm folgen, aber er sagte mir, ich solle hier bleiben und ihm den Rücken frei halten. Aber ein Streit mit Donald Duck kann man einfach nicht gewinnen. Stimmt. Ja, du hast etwas Besonderes an dir. Ja, das macht der Hut. Das ist Geh durch das dunkle Portal in eine Schattendimension. Keine Sorge, ich werde hier auf dich warten. Wiedersehen. Ab ins Dark Portal. Eine Feder. Oh. Nein. Okay, ich kann da nicht weiter. Also erstmal wieder zurück, ihm die Feder zeigen. Guck mal, was ich gefunden habe. Ich hoffe, dass ihm nichts passiert ist. Der finstere Hain ist voll Nebel. Habe ich auch schon erlebt. Wie können wir Donald finden? Die Feder zu Merlin bringen. Aha. Das ist so verrückt, das könnte funktionieren. Hey, danke. So. Dann machen wir ein paar Dingerchen weg. Oh, da liegt was Süßes.
Eine neue Erinnerung. Natürlich liebe ich das Teil, das werde ich immer tun, aber in letzter Zeit bin ich so abgelenkt. Es gibt viele andere Dinge, die ich. Ja, fast alle. Das Mini, da kommen wir aber noch nicht durch. Da ist Merlin. Dich wollten wir. Du bist hier. Schön, denn uns bleibt nicht viel Zeit. Sag es mir bitte. Ich habe Christoph im Wald gefunden. Eine Laute, Merlin. Eine Laute. Wenn er die Laute am Bach spielt, dann ist er Lauterbach. Dafür habe ich wieder Leuten Schmerzen zugefügt. Oh je, Donald hat ein Portal gefunden. Ich weiß jetzt schon, wie die Folge heißen wird. Was du am Strand gesehen hast? So viele Fragen, aber wir müssen uns beeilen. Donald könnte in Gefahr sein. Donald ist ein Heiler, der kriegt das hin. Suche nach einer Möglichkeit, um Donald zu finden. Wir brauchen einen Ortungszauber. Ein paar Smaragde. Ich hätte es selbst nicht besser hinbekommen. Irgendwas schauen. Bin jetzt aber schon freigeschaltet? Yo. Was gibt der denn? Die Friese. Die Friese hat was. Die Friese will ich mal ausprobieren, aber sonst ist das Geld ganz cool. Wir haben auch noch Elsa und Anna und Mutter Gotel. Edelsteine. Smaragde finde ich hier im Wald der Tapferkeit. Okay. Ist wahrscheinlich hier hinter. Dafür muss ich erst die Dinger wegmachen. Können uns hier mal umsehen. Wir können immer mal wieder ein bisschen aufheben. Aber wir brauchen ja auch noch das Hartholz. Raumscherben haben wir. Das ist weniger das Problem. Problematisch wird es bei den zwei Smaragden. Oh, Eisenerz. Nice. Wir können jetzt auch Dagobert mitnehmen. Mit ihm farmen. Oh, eine Erinnerung. Der Wald ist voller Geheimnisse und Leben. Vom schnellen, ruhigen Leben der Waschbären. Über das eifrige Flattern der Vögel durch die Bäume bis zu den Eulen und Wildkatzen. Okay. Und wir haben jetzt Eisenerz gefunden. Nice. Das gefällt mir. Traumscherbe. Höchstwahrscheinlich müssen wir da in den anderen Bereich, in den größeren Bereich und dort farmen. Dafür müssen wir die Baumstümpfe wegmachen. Und dafür müssen wir. Falls du Hilfe brauchst, frag einfach Maui. Dafür müssen wir die Schaufel erweitern.
Die Schaufel erweitern wir. Ich glaube, das war in der Elsa-Welt, die wir erstmal freischalten müssen. Da gehen wir dann mal hin. Und gucken mal rein. So, die Elsa-Welt ist ja wohl hier oben. Hier, die können wir betreten. 4000. Oh, Hallöchen. Du kommst ein bisschen spät, weißt du? Einer sehr mächtigen Frau finden, die die Fähigkeit hat, Eis und Schnee zu kontrollieren. Cool. Lass uns die Tür öffnen. Und jetzt hinauf mit dir. Es gibt viel zu tun, viel zu tun. Die Naturgeister. Okay, dafür nehmen wir uns aber eine eigene Folge vor. Und ich würde sagen, wir holen uns jetzt erstmal hier kurz unser Dreamlight. Und bevor wir das machen, machen wir die Maui und die Vajana-Mission noch diese Folge. Da ist er schon. Der Flex-tastische. Ich noch nicht anwählen. Okay, weg, weg, weg. Ich will zum Flexman. Falls du Hilfe brauchst, frag einfach Maui. Nehmen, dass ich die Sonne mit dem Lasso gefangen habe. Die ganze Sonne. Für Sterbliche. Jetzt hast du den großen Haufen Trümmer am Strand gesehen. Ich habe etwas in deinem Trümmerhaufen stecken gesehen. Willst du, dass ich es dir zeige? Ja, zeig es mir. Okay, bis bald. Eine Geschichte von Stein und Feuer. Oh, das wird jetzt großartig. Dir ist klar, dass du mit mir sprechen willst. Oh, hey. Siehst du, etwas steckt in den Trümmern fest. Ich kann deine Spitzhacke stärker machen, damit du auch das hier zerbrechen kannst. Oh ja. In einem Korb neben meinem Boot auf der Insel. Hol das Zeug und bring es mir, dann können wir loslegen. Gern geschehen. Mir ist aufgefallen, oh, ich muss meine Pflanze gießen. Mir ist aufgefallen, ich bin eigentlich hier nur der Arsch für alle. Ja, passen, jetzt haben wir Mickey nicht dabei, den wir damit wieder leveln könnten. Wir sind eigentlich nur dafür da, um irgendwelche Schmutzaufgaben zu erledigen. Das ist belastend. Ab zurück ins Varianerreich. Steinschaber. Das, das, das. Ist er noch am Strand? Nein, er ist wieder hochgelaufen. Ja, die Distanz habe ich gerade teleportiert. Ist ein Steinschaber. Steinschaber habe, werde ich machen, was ich kann. Und du kannst tun, was du tust. Bring mir ein Snack mit irgendwas Frisches und Leckeres. Okay, ich bin raus. Ein frisches 5-Sterne-Menü für Maui. Alter. Alter, glaubst du es nicht? Ran an die Küche.
Kartoffelsuppe mit Lauch. Habe ich die Zutaten nicht. Bouillabaisse bräuchte ich noch einen Shrimp für. Dafür brauche ich alles diese dicken Sachen. Hier brauche ich Paprika für. Das habe ich noch nicht geholt. Das heißt, wir angeln nach einem Shrimp und kochen eine Bouillabaisse. Ich glaube, zum Angeln nehmen wir uns dann einfach Goofy mit. Und leveln den Dude noch ein bisschen. Wo ist er denn gerade? Ah. Ich höre dich, wir müssen eh ein bisschen Platz schaffen. Hallöchen. Ja, ich möchte gerne verkaufen. Und zwar das. Das. Ja, scheiße, wir haben echt wenig Platz. Alter, das wird schon gehen. Oh, oh, ich liebe schöne sonnige Tage. Ja. Komm, oh. Lass uns abhängen, Digga. Oder ich was Justus. Da können wir endlich diesen Weg zum Strand wegmachen. Oh, das wird so herrlich. So belohnend. So, los, Goofy. Wir brauchen Shrimps. Du bist kein Schrimp. Wenn du einen suchst, ne? Den findest du jetzt sicher keinen. Oder wir machen das so. Tschüss. So, jetzt machen wir die Bouillabaisse. Das sind Meeresfrüchte. Rechnet der da dann die Muscheln mit rein? Das ist eine gute Frage. Erstmal. Einsammeln. Zweimal Barsch, okay. Hier was Goldenes, das lassen wir nie zurück. Mein Inventar ist voll. Leck mich doch am Knuspel.
Nein. Warte mal, wir haben doch jetzt Barsch. Barsch können wir Vajana geben. Ja, das machen wir auch mal. Wollen wir die Dame denn gerade in ihrem Häuschen? Dann nehmen wir auch direkt nämlich ihre Aufgabe an. Hey, ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Sicher, das mysteriöse glänzende Ding, was wir auf dem Boot gefunden haben. Ich habe eine Idee, was es sein könnte. Sehr gern. Dass es aus dem Meer kommt und irgendeine Kraft hat. Maui weiß eine Menge über diese Dinge. Er redet nicht mehr mit mir. Ist immer noch sauer, dass ich gegangen bin, ohne es ihm zu sagen. Ist verständlich. Ich denke, er könnte seine Meinung ändern, wenn wir ihm ein paar Opfer darbringen. Ich schlage Groofy vor. Weiß ich. Sogenannte Meeresflotte. Klasse. Da muss ich erstmal die Rezepte rausfinden. Hallo. Hey, ich habe was für dich, und zwar hier, ein Barsch. Mm-mm. Bist du schon mal auf den Ozean gesegelt? Ja, aber ich würde es gerne. Komm einfach wieder. Ich bin definitiv hier. Super, also. Wir haben jetzt die Meeresfrüchte. Das heißt, wir müssten jetzt eigentlich zu unserem Häuschen Bouillabaisse machen. Und fertig haben. Ja, geht doch. Dann wollte der noch einen Obstsalat. Können wir auch direkt mal schon mal machen. Das, wir nehmen das weg. Das weg. Das weg. Das ist ein Rezept, das brauchen wir auch nicht. Das brauchen wir für Quests. Die Dinger können wir verkaufen. Passt. So, Maui. Hinten Flex da rum. Hier. Friss. Jetzt kommt das Großartige. Gib mir deine Spitzhacke. Okay. Danke. Schade, dass die optisch nichts anderes dann nicht anders aussehen. Okay, ich bin raus. Ha, nein. Maui folgt mir zu den Trümmern. Ich folge nicht, ich führe. Hallo. Ich habe das Ding gefunden. Ein Stück Sandstein. Oh, das erinnert mich an etwas. Das Feuer gebracht.
Dann mal los. Hör gut zu. Benutze dieses Stück Sandstein, um eine neue herzustellen. Außer etwas Sand, Steine, Kohle und rote Blumen, die diesen Bart faden. Okay, bis bald. Sand, Stein, Kohle, Erz. Roter Bartfaden. Das machen wir mit Dagobert zusammen, damit wir ihn nämlich hochleveln. Weil Sand, Stein und Kohle, ja, das kriegen wir alles aus Steinen. Wo ist der Dude? Da. Und durch Dagobert bekommen wir dann auch immer mehr. Das ist gut. 16.000 für das Ding. Hallo. Lass uns abhängen. Freundlichen Dank. Ich muss mal auch noch den die Smaragde. Das wird auch noch ein Spaß. So, aber jetzt würde ich sagen, ich farm die Sachen zusammen. Farm dann auch schon mal die Kochutensilien. Guck mir auch schon mal die Rezepte durch. Probiere mich ein bisschen aus wie die Vajana-Quest. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Reingerockt.